Städte sind an sich Lebensräume mit einem eigenen Charakter und bieten für verschiedene Tiere und Pflanzen ganz spezielle Lebensräume. Und tatsächlich gibt es ja einige Arten, die als Kulturfolger direkt auf die Stadt angewiesen sind, wie zum Beispiel gebäudebrütende Vogelarten. Der Schutz der heimischen Natur, Tierwelt und Pflanzenwelt ist für die Kommunen sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich auch vor Ort wissen, was gibt es da. Wir kennen die Akteure, die sich drum kümmern. Wir kümmern uns selber drum und wir bringen das Ganze zusammen. Das können die Kommunen eigentlich sehr gut. Welche Arten in Hamburg besonders Schutz brauchen, das sind die Gebäudebrüter, weil durch die energetische Sanierung hat man in den letzten Jahren erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Arten an Gebäuden zu halten oder auch anzusiedeln. Manchmal reichen einfach nur Nistkästen, aber man kann natürlich auch dafür sorgen, dass das Abstandsgrün zwischen den Wohnanlagen dementsprechend gestaltet wird, dass eben auch Nahrung vorhanden ist. Das heißt, man kann Blumenwiesen hinbauen, damit die Insekten da leben können. Und die Insekten sind dann wiederum Nahrungsgrundlage für Fledermäuse oder Mauersegler, Spatzen, wie auch immer. Also der Anlass fürs Projekt war, dass ich festgestellt habe bei verschiedenen Maßnahmen, dass die Natur in der Stadt sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Das betrifft nicht nur seltene Arten, sondern eben auch gewöhnliche Arten wie den Spatz. Und da habe ich gedacht, jetzt muss man tätig werden. Hauptziel des Projektes war es, erstens den Spatz in Köln wieder häufiger zu machen, aber zweitens auch die Menschen wieder für Natur in der Stadt zu begeistern. Der Spatz braucht Verstecke in Form von Hecken. Der braucht eine Nahrungsgrundlage, die auch einen Lebensraum für Insekten bietet. Denn was viele nicht wissen, der Spatz frisst in der Brutzeit Insekten, also er füttert seine Jungen damit und kommt ohne die nicht aus. Dann braucht er aber auch Nisthilfen. Das heißt, wir haben künstliche Nisthilfen angebracht, wo die Wohngebäude das nicht mehr hergegeben haben und dafür gesorgt, dass man so ein bisschen Wasser und Sand hat. Vielfaltergarten oder Vielfaltergarten. Das ist ein Projekt, wo man Schmetterlinge kennenlernen kann und wo man tatsächlich ganz praktisch in öffentlichen und privaten Grünflächen naturschutzfördernde Maßnahmen umsetzen kann. Es ist ein Schmetterlingsschutzprojekt, wo wir ganz aktiv Futterpflanzen und Nektarquellen ausbringen, aber auch veränderte Maatregime oder Blühstreifen anlegen. Das geschieht sowohl auf öffentlichen Flächen als auch in privaten Flächen. Das kann der private Garten sein, der Kleingarten, Gemeinschaftsgärten, aber auch der Hinterhof oder der Balkon. Die Hälfte der Insekten sind nachtaktiv. 30% der Wirbeltiere sind nachtaktiv und die haben alle dann spezielle Sensoren ausgebildet. Die können sich also in der Nacht orientieren mit Schwachlichtsensoren. Wenn jetzt mehr und mehr Licht kommt und sie damit konfrontiert werden, dann haben sie dann Probleme. Die Sensoren können überstrahlt werden, die Informationen, die sie wahrnehmen, werden falsch verarbeitet oder eben auch der Hormonhaushalt und das Verhalten der Tiere, der unterschiedlichen Organismen, können gestört werden. Eigentlich ist eine nachhaltige Beleuchtung gar nicht schwer. Es geht darum natürlich, so wenig wie möglich, so viel wie nötig zu beleuchten. Man kann mit Farbspektren arbeiten, die möglichst wenig negative Auswirkungen hat. Bei uns Menschen wäre das zum Beispiel auf kaltweißes Licht zu verzichten. Das hilft auch Insekten. Und letztlich die Abstrahlungsgeometrie, also voll abgeschirmte Leuchten sollte man idealerweise verwenden, die kein Licht nach oben und die auch wenig Licht zur Seite hin emittieren. Der Kern von der Methode Animal Aided Design ist es, dass wir Tiere in die Planung aufnehmen. Tiere tauchen immer erst in der PowerPoint-Präsentation am Ende auf, als Rendering in den Wettbewerbsentwürfen bei Architekturwettbewerben. Unser Wunsch ist es, dass wir die Tiere quasi von Anfang an in die Planung hineinbekommen und dass diese Behauptung, die man in diesen Bildern hat, dass da gewisse Tiere vorkommen können, dass das auch tatsächlich so ist. In der Brandstraße in München wurden verschiedene Animal-Aided-Design-Maßnahmen umgesetzt, zum Beispiel Quartiere für Vögel und Fledermäuse in den Fassaden, Quartiere für Igel, Staubbäder für Haussperlinge, eine zielartengerechte Pflanzplanung, ein Spechtbaum, in dem Spechte ihre Höhlen bauen können und eine biodiverse Dachbegrünung. Mein persönlicher Wunsch ist, dass sich die Methode verbreitet und letztendlich vielleicht auch zum Standard wird. Um dann auch wirklich auf breiter Basis Stadtnatur fördern zu können.